Moin, moin. Es ist der 14. Januar, kurz vor 6 Uhr. Ich liege hier in meinem Bettchen, darf gleich um 6.30 Uhr Richtung Arbeit fahren. Aber heute ist ein schöner Tag in meinem Leben, denn ich wohne genau ein Jahr in Köln-Merkenich. Ja, es hat sich viel verändert in meinem Leben. Ramsdorf, ein kleines verschlafenes Dorf und dann Köln, die große Weltstadt mit mehr als 1 Million Einwohner. Ja, was hat sich denn verändert? Ich habe hier in Köln sehr gute Anbindung zu meinen großen Hotspots, wo ich gerne filme, zu den großen Bahnhöfen, Köln Hauptbahnhof oder Düsseldorf Flughafen. Früher, wenn ich vom Ramsdorf zum Kölner Flughafen oder zum Düsseldorfer Flughafen wollte, erst eine halbe Stunde nach Borken, dann eine Stunde nach Essen, dann eine Stunde zum Flughafen. Hier in Köln eine gute halbe Stunde und schon bin ich am Düsseldorfer Flughafen. Also für mich hat es sich echt zum Positiven gewechselt. Ich kann jetzt schneller dahin kommen, wo ich hin möchte. Ich habe jetzt hier auch einen schönen großen neuen Freizeitpark, den ich erkunden kann, wo ich sehr gerne bin, nämlich das Phantasialand. Natürlich ist der Moviepark Bottrop auch sehr schön. Da war ich in den letzten 2 Jahren aber nicht. Aber jetzt durch den neuen Themenbereich im Nickland mit den neuen Fahrgeschäften so. Vielleicht fahre ich im Jahre 2019 mal wieder in den Moviepark. Mal schauen. Aber mein Homepark bleibt erstmal das Phantasialand. Ja, meine Abonnentenzahlen stagnieren jetzt zwischen 2150 und 2200. Finde ich sehr schön. Meine Aufrufzahlen werden auch deutlich besser. Wir sind jetzt auf dem Weg zu 650.000 Aufrufe. Richtig schön. Meine Community wächst auch immer mehr zusammen. Viele schreiben ja, ich soll dies machen, soll das machen. Der eine schrieb zum Beispiel, ich soll meine Grußbox wieder machen. Die Grußbox, was ist das nochmal? Ihr habt mir ganz viele Kommentare in die Kommentare geschrieben, den und das soll ich grüßen. Quasi mache ich sie jetzt noch. Kommt ihr zum Beispiel in meinen Livestream, schreibt, ich soll den und den grüßen, dann grüße ich den. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ich das unter den Kommentaren mache, dann werden die Videos so 2-3 Stunden lang, weil es sind echt so viele Grüße, die zwar schön sind, aber einfach zu viel. Deswegen mache ich das im Livestream, interagiert. Ja, so sehe ich das auch. Ja, mein WG-Partner ist jetzt auch eingezogen. Glaube ich seit April, März, April wohnt er hier. Der möchte natürlich nicht gezeigt werden, Privatsphäre und so, kann ich verstehen. Und ja, das ist heute ein schöner Tag. Wie werde ich den feiern? Eigentlich gar nicht. Für mich ist das ein ganz normaler Tag. Ist zwar ein sehr großer Abschnitt in meinem Leben von Robin TV. Schauen wir einfach jetzt, was 2019 so kommt. Übrigens, wie gefällt euch diese entspannte Atmosphäre hier aus dem Bett mit dem Schlafanzug? Also, ich fühle mich so am wohlsten und ich sag mal so, ob ich jetzt was Angezogenes anhab oder auch einen Schlafanzug anhab, das ist doch egal. Das verändert mich nicht. Ich bleib auf jeden Fall euer Robin TV. Ich sage ciao mit V, euer Robin. Und mal schauen, was das Jahr 2019 bringt. Zum Beispiel Artikel 13. Tschüss.